Hallo Leute, ja, wollen wir mal in dieser Folge gucken, ob wir dann irgendwie diesen Steinbruch mit dem Bahnhof verbunden kriegen, ne? Das ist ja irgendwie wieder ein Problem. Ich sag mal, schaut's Logo und dann gucken wir rein. So. Also rein theoretisch können wir sicherlich das so machen, dass das dann danach da transportiert, aber das ist ja nicht unser Ziel. Eigentlich muss das doch auch anders funktionieren, ne? Also hier liegt noch nichts. Wir haben schon den Zug fahren lassen. Das ist alles klar. Konfigurieren. Vielleicht können wir hier noch was machen. Gleise nicht. Plattform. Passagiergebäude. Ne, das brauchen wir nicht. Gütergebäude. Was ist hier mit Verschiedenes? Steineingang. Okay, vielleicht hilft uns das. Kann man das hier noch platzieren, oder? Sieht nicht so aus, oder? Versteht wieder keiner. Versteht wieder keiner. Aber jetzt ist er weiß. Das war er vorher nicht, oder? Okay. Aber kommt tut nichts hier, oder? So, dann muss ich den ausmachen, damit ich das. Nee, bleibt trotzdem weiß, oder? Nee, doch nicht. Aber jetzt ist er auf jeden Fall verbunden, meines Erachtens. Der muss jetzt der Zug nochmal kommen. Dann lass mal schneller laufen, dass er kommt. Bis dato liegt hier aber leider noch nichts. Das ist schon komisch. Er ist wohl mit der Straße verbunden und er ist wohl hier mit verbunden. Ist das unser Zug? Nein, der fährt geradeaus. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen am Haken, ne? Kein Mensch versteht, warum das so ist. Hier gibt es keine Linien mehr, gehe ich von aus. Wie sieht es denn hier im Dingens aus? 28. Kann sein, dass es nicht mehr sinkt. Doch, fängt doch. Abnehmer. Die Frage, wo unser Zug ist, der da der kommt, da vielleicht oder das wäre sehr schön, wenn er jetzt hier reinfährt und dann geht das, ey. Da kommt er. Wird nicht beladen. Also da habe ich auch keine Ahnung von, ne. Das ist schon ein bisschen traurig. Hier hinten sind Steine. Da auch. Aber hier nicht. Ja, mehrere Fahrzeuge sind in einem schlechten Zustand. Aber wir wollen hier was haben. Das ist unser Problem. Und ich weiß nicht warum. Transport ist 79%. Das war eben, glaube ich, 80, oder? Vertue ich mich da? Wenn ich den nochmal reinfahren lasse, geht das? Wird aber hier nichts hingelegt. Hier müssen ja irgendwelche Sachen hinkommen. Ah, das ist ziemlich nervig an dem Spiel jetzt mittlerweile. Es tut sich nichts. Jetzt haben wir mal die Linie. Das ist aber auch dahin verbunden, ne? Abnehmer war ja einem Stock. Und da fahren ja auch die LKWs hin und her für die. Warte mal. Das ist hier.
Schüttgut wird hier nicht transportiert, kann das sein? Ich glaube, jetzt muss ich da nochmal rein. Linie 65. Okay, da liegt vielleicht das Problem noch. Ich transportiere hier irgendwas Falsches. Linie 65 sollte vielleicht mal... sag schon, Fahrzeuge verwalten, kann ich darüber kaufen? Nein, kann ich nicht. Von Fahrzeugdepot, das ist glaube ich hier, ne? Und dann brauchen wir den Kipper hier, das wird vielleicht unser Problem sein, ne? Machen wir mal 3, kaufen die. Linie 65 müssen die drauf. Okay. Kann es jetzt sein, dass es jetzt funktioniert? Natürlich funktioniert es jetzt. Jetzt wissen die auch, wo das hinkommt. Ah, da war der Fehler. Gut, gefunden haben wir das noch. Zum Glück. Fahrzeug meldet folgende Probleme. Zug 23, Zug 1, Zug blockieren sich gegenseitig. Wo? Kann ich das mal sehen? Achso, der will hier rum und der will da lang. Deswegen geht das nicht. Okay. Und der will wahrscheinlich hier die Kreuzweiche nutzen und da reinfahren. Ah. Dann dreh den Rad um. Dreh den wieder um. Dreh den um, weil bei dem anderen geht es ja wohl nicht, ne? Jetzt fährt der untere, ja. Ja, ist egal, der hält da hinten an und fährt da sowieso. Ja, okay, das ist natürlich dann hier eine schlechte Stelle, ne? Das ist natürlich jetzt hier doof gelaufen dann. Wie kriegen wir das denn hin? Das ist diese Weiche dann, ne? Die ist hier für den Bahnhof. Okay, das ist eine Kreuzweiche. Er könnte also auch da lang fahren. Ist dann nur die Frage, ob die Strecke in dem Moment frei ist, ne? Dann müsste man die abreißen. Wir können das ja mal einmal ausprobieren. Wenn, dann wird es ja da oben wieder stehen, ne? Und vor allem, wir werden ja gleich sehen, ob hier einer kommt, der dann da sagt, ja, ich fahre hier lang. Da sind noch Haltesignale, die dann auch weg müssen. Ja, jetzt fährt er da rein. Vorher hätte er das nämlich nicht gekonnt. Ja, mehrere Fahrzeuge sind veraltet. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern wahrscheinlich. Der bragt ganz gut dadurch, ne? Bin gespannt, wann der erste Crash kommt, den ich dann da fabriziert habe. Gut, okay. Haben wir auch. Fehler ist gefunden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel wird hier jetzt produziert. Hier liegt natürlich nichts, ne? Die drei LKWs, die wir gemacht haben. Stehen wo? Da? Was okay, die bringen die Baustoffe dann auch hin und her. Also kann ich keine Wartezeit in dem Sinne machen. Doch, ich könnte das hier erweitern, ne? Ne, das ist Straßenanschluss. Stationseinfahrt. Okay. Ne, Güter, wenn dann. Dann wird es hier nochmal größer werden, ne? Okay, dann müsste ich aber eine Linie, aber das, die sitzen ja alle auf einer Linie, das bringt es ja dann auch nicht, dann müsste ich die teilen.
Ah, lass so. Die Kohlesteine kommen jetzt wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt können die den Schotter da oder was es auch immer ist, dahin bringen. Okay, hat der Zug jetzt nicht so viel gehabt? Kann das sein? Weil das ist ja schon wieder alle. Ja, hier steht immer nur wenig, ne? Dann müssen wir das anders machen. Müssen wir aus diesen LKWs doch eine zweite Linie machen. Und hier müssten wir das Terminal umbauen. Gehen wir auf die Linie. Fahrzeuge verwalten. Die drei kriegen eine neue Linie. Und die ist dann auch von hier nach da. Aber hier müssen wir mal gucken. Die vielleicht auf Terminal 1 fahren immer. Okay, jetzt ist Terminal 1 da. Terminal 2 ist da, das verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich doch jetzt hier vollladen lade, wenn vorhanden, lade vollladen einer Fracht. Okay, die fahren. Ah, versteht keiner. Obwohl, sie müssten eigentlich jetzt unterschiedlich machen. Aber die müssten jetzt stehen bleiben hier. Der fährt ja sofort durch, oder bin ich beim falschen Bahnhof hier? Einem Stopp Abzweig. Na, das ist hier. Kann ja nicht sein, dass sie jetzt durchfahren, oder? Jetzt steht er aber. Und jetzt ist das Problem, dass der dritte kommt und der blockiert die Fahrt. Jetzt kommt bestimmt ein Zug mit Ladung. Genau, und dann fährt der erste weg. Jetzt kann ich es nicht sehen. War ja klar, ne? Aber ich konnte diese Station doch eine weitere Zufahrt hinzufügen, stand da eben, oder? Okay, dann könnte man das von hier aus machen. Oder man könnte es auch von da aus machen, ne? Könnte das ja mal hier probieren, ne? Aber ja, jetzt haben wir das, was ich meine, ne? Aber da kann man nichts mehr dran bauen. Das heißt, da könntest du jetzt nur eine Straßenzufahrt bauen. Aber wie sagst du denen jetzt, fahr da lang? Das ist die Frage. Ja, keine Ahnung. So, jetzt wird das wieder gehen. Ja, da kann ich denen nicht sagen, fahr da rein oder fahr da rein. Ne, das geht wohl nicht. Oder ich setze einen, auf der Linie kann man Wegpunkte hier setzen, das wäre jetzt die Frage. Linie verwalten. Haltestelle hinzufügen. Station per Klick Haltestelle hinzufügen.
Nee, da muss man immer auf so ein Symbol noch klicken, dass die da lang fahren, ne? Gab es hier irgendwo was? Wegpunkte. Ah, ja doch, es gibt was. Gut, das bedeutet, man müsste jetzt den Wegpunkt auswählen können auf der Linie. Es könnte jetzt sein, dass das das ist, was ich will. Könnte, muss aber nicht. Ich glaube, jetzt waren sie trotzdem falsch. Weil ich den falsch eingefügt habe, okay. So, jetzt ist es so, wie ich es haben wollte, ne? Und dann hier noch auf Terminal 2 fahren. Ah, dann drehen die da drin, ne? Ist ja wahrscheinlich auch nicht so praktisch, ne, oder? So, die kommen auf jeden Fall von da. Ich glaube, dann bringt es mir das auch nicht, wenn die da drehen. Warte mal, das können wir aber vielleicht ergänzen, indem wir jetzt auf dem Terminal hier noch eins beibauen. Ne, Passagiergüter, da wollte ich hin, den mal dahin machen. Ach so, das andere, nee, das. So, jetzt müssen wir noch mal die Linie hier aufrufen. Jetzt kommt natürlich der dritte gerade. Dann werden wir sehen, dass es nicht so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Weil der steht jetzt da im Weg und dann fährt keiner mehr, oder? Ja, raus geht noch, aber bestimmt nicht mehr rein. Ich hoffe, jetzt kommt nicht gerade der Schotterzug. Doch, der fährt tatsächlich da durch. Ja, wenn das so ist, dann funktioniert es jetzt. Dann können die warten, bis die voll sind. Und die laden gar nicht, sehe ich gerade, oder? Doch, der lädt. Aber wer lädt nicht? Die müssten ja zum Bahnhof was bringen tun. Na, weiß ich jetzt nicht. Ne, machen so alle, habe ich nicht drauf geachtet, dass sie da unten laden. Funktioniert wohl erstmal. So, die Steine liegen jetzt alle hier, dann 54 an der Zahl. Okay, das funktioniert dann erstmal. Gut. Ja, hier auf dem Bahnhof, da liegen sie ja, die Klamotten. Und dann werden die in einer anderen Stadt gefahren, ne? Welche Linien sind das hier? Linie 77, zeigen wir die mal, wo geht's hin? Hier geht's hin. Und hier liegt's dann da und dann wird's in die Stadt verteilt. Das sieht doch erstmal gut aus. Okay, dann passt das. Kettemers Mühle kann dann auch wachsen und dann ist alles gut. Okay, ich würde aber sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Nächste Folge werden wir wohl dann mal ein paar Fahrzeuge austauschen, ne? Bis dann. Ciao.